Hallihallo YouTube und willkommen zu einem Mod-Review. Dieses Mal möchte ich den TF2 Sentry, also ich möchte den TF2 Sentry Mod halt vorstellen. Hoch, jetzt hat er Schaden genommen. Jetzt, die kräftigen Rezepte kenne ich nicht alle auswendig. Aber ich kann mich ja mal an die versuchen, also wundert euch nicht, wenn ich hier kläglich falsch mache. Aber immerhin gibt's die auf der Homepage, also Moment, da könnte ich aber eben schnell nachschauen. So, und da sind wir wieder. Und jetzt habe ich mir eine kleine Arena gebaut, die ein bisschen zerfetzt ist bei einer kleinen Sache, aber das will ich jetzt nicht erklären. Och, da habe ich die Zusammensetzung vergessen, oder nein, das war fehlerhaft, genau. Dieses Item existiert hier nämlich in Too Many Items nicht, also wieder raus. Und das sind die Crafting-Rezepte. Also ich zeige euch jetzt mal eben schnell die Crafting-Rezepte. Merken. Ja, nächste Chest. Ja, Moment. Da. So, und da bin ich wieder. Ich habe hier nachgeguckt auf der Seite. Das war ein anderer Mod. Also das ist das Crafting-Rezept von einem anderen Mod. Ist mir zu spät aufgefallen. Das sind die... Ja, wie gesagt, habe ich mir jetzt den herausgenommen. Und das sind die Crafting-Rezepte von dem Boden, von dem von dem TF-Sentry hier. Der Boden. Und das ist... Das ist, hat eigentlich einen Sinn. Kann ich euch mal eben schnell zeigen. Und zwar diesen. Man sieht jetzt nichts. Wenn man hier rechtsklick macht... Also ich habe jetzt gerade Linksklick angewendet. Bei Linksklick passiert das. Bei Linksklick passiert das. So. Und wie man sieht, wenn man hier ewig lange drauf prügelt sozusagen, wird daraus dieser Panzer. War schon wieder. Und den kann man auch durch die Gegend schieben. Durch die Gegend schubsen. Aber nun zum nächsten Crafting-Rezept. Hier ist das nochmal ein Gold. Bei Gold funktioniert das schneller, also... Bei dem Goldenen geht das schneller. Kann ich euch auch anhand eines Beispiels zeigen. Wegen dem... Hier. Ich tue ihn mal dahin. Und schieben ihn. Und zack. Und... Gold hält, wie man sieht, auch viel länger als wenn ich mit Silber da drauf prügeln würde. Oh, aber jetzt erstmal schnell kaputt machen. Na, jetzt sieht man, wie ich mach egal, kann ich einfach clearen. Ich muss mir mal im Stöbel. Ich hätte mich besser aufs Let's Play vorbereiten können. Ach, Let's Play, jetzt sage ich schon Let's Play. Also besser auf den Mod-Review vorbereiten können. Da es mein erster ist, wundert euch nicht, wenn ich hier tausende von Fails erwähne. Und jetzt kommen wir zum Kopf des Sentries. Den eigentlichen Schmuckstück sozusagen. Das ist dieses Teil. Da das schon Level 3 ist, sieht man das extrem leicht. Und das sind die Crafting-Rezepte. Ihr wollt einen roten oder einen blauen? Ist euch überlassen, wie ihr das macht. Also rot oder blau. Geht so. Und jetzt kommen wir zum Monitor. Was der macht, muss ich einzeln zeigen. Also ist eigentlich sozusagen programmieren sozusagen. Rechtsklick. Und dann kann man aussuchen, was alles von denen angegriffen wird. Da ich schon Einstellungen vorgenommen habe, habe ich das eben so gemacht. Und jetzt kann ich euch zeigen, wie das funktioniert. Und zack. Eines dieser Viecher taucht auf und die werden sofort angegriffen. Also kann ich auch anhand dieser ganzen Zombie-Schweine zeigen. Ja, sind natürlich jetzt zu viele. Wie werde ich sie los? Oh weh, es waren zu viele. Nein, dann werde ich sie eben so los.
Und das braucht ihr alles für die Installation. Als erstes geht ihr auf dem Minecraft Jar öffnen mit WinRAR Archiver. Dann kommt ihr zu diesem kleinen Ortchen. Könnte sein, dass das die kaputte Jar ist, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, warum ich die überhaupt nicht gelöscht habe. Kann sein, dass ich hier bei, wo ich noch schlechter im Mod installieren war. Dann kommen wir zur Installation. Ich mach die Installation persönlich immer etwas anders. Nämlich erst öffne ich alle RAR-Dateien und dann installiere ich. Wie man hier sehen kann, steht hier einmal Into Minecraft Jar und Into Resource. Was das auf sich hat, erkläre ich euch gleich, wenn ich hier alles vorbereitet habe. Also ich zeige jetzt hier, wie ich das mache. Das könntet ihr auch so machen. Und dann mache ich immer nach Reihenfolge. Das ist der Modloader. Modloader rein. Schließen. Nein, erstmal den Audio-Mod da. Rein. Schließen. Schließen. Und da ist dieser. Also als erstes, als Teil der der Installation, gehen wir into Minecraft Jar und schieben den hier rein. Aber das war's noch nicht. Jetzt gehen wir into Resources, Mod, Sound und schließen das erstmal, da wir jetzt bitte fertig sind. Habe ich hier noch? Nein, ja doch, hier bin ich noch in der Rooming, habe ich mich noch aufgehalten. Dann tippt ihr ein. Also müsst ihr sowieso machen. Dann drückt ihr die Windows-Taste und R. Dann kommt diese Ausführung. Oder ihr macht es anders. Nämlich geht auch noch so. Dafür öffne ich jetzt mal ein extra Fenster. Dann drückt ihr hier oben auf die Leiste. Da oben auf die Leiste. Löscht alles, was da drin steht. Und tippt ein. %%. Also jetzt so %AppData%. Ungefähr so. Da kommt ihr auch in Wooming. Also ihr könnt auch in zwei konventionellen Wegen in Wooming-Ordner reinkommen. Aber beide sind gut. Also ihr könnt beide ruhig benutzen. Dann gehen wir jetzt in Resources. Mod in den Mod-Ordner. Und in die Musik. Ja, in die Musik. Hab ich das geschlossen? Nein. Da ist das. Und schiebt einfach den Ordner hier rein. Da ich den schon installiert habe, den Mod. Wie man sehen kann. Muss ich das nicht machen. Oder war das hier? Genau. Falsch. Fehler. Macht das nicht nach. Also nochmal von vorne. Hier. Resources. Mod. Und nicht Musik, sondern Sound. Und schiebt den da so rein, wie der da ist. Das war's auch schon von der Installation her. Ich werde noch mehr Mod-Reviews machen, aber bis dahin erstmal tschüss.